Hallo und herzlich willkommen zu eurem Naturlatein-Kanal. Heute möchte ich euch einmal ein bisschen was über die Einwinterung von Bienenvölkern erzählen. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, wir haben mittlerweile schon November, also die Einwinterung ist grundsätzlich schon gelaufen. Aber ich will so ein paar Punkte mal erwähnen, die mir immer wichtig sind und die doch manche, vor allem Nicht-Imker, auch nicht verstehen. Zum einen einmal, wir packen unsere Bienenvölker nicht warm ein, die brauchen das nicht. Ne, die bilden ja im Winter eine Bienentraube in der Mitte und halten sich somit warm, tauschen durch. Also ein warmes Einpacken ist nicht notwendig, vor allem, wenn es ihnen zu warm wird, veranlasst es sie nur in Brut zu gehen. Und genau das wollen wir im Winter vermeiden. Wir wollen diese brutfreie Phase, dass die Bienen auch dort kein Futter verbrauchen. Nicht, dass sie, wenn sie in Brut irgendwann gehen, kann zum Beispiel im Januar, Februar passieren, wenn wir eine Warmphase haben, dass sie dann mit aller Gewalt ihre Brut dort an dieser Stelle pflegen, eine Wabe drumherum das Futter aufbrauchen und dann vom Futter abreißen. Auch wenn Futter zum Beispiel ein, zwei Waben weiter vorhanden wäre. Die bleiben bei ihrer Brut und reißen vom Futter ab und sterben dann. Also, wir wollen es luftig, zugig. Die Kisten sind unten offen. Es soll da drin nicht gammeln. Deswegen, also Styropor zum Wärmen ist kein Grund. Holz geht genauso. Gut, das ist erstmal das Wichtige. Dann haben wir noch eine Vorsichtsmaßnahme für den Winter, die man unbedingt machen sollte. Und zwar gibt es da diese Knochen. Das zeige ich euch mal ein bisschen näher. Ihr könnt jetzt hier sehen, die sind einmal hier unten so ein bisschen ausgeschnitten. Dann kann man sie so in das Flugloch schieben. Und die Bienen können unten noch durch. Das Flugloch ist stark eingeengt, aber sie können noch durch. Mit dem gleichen Knochen, wenn wir den jetzt so rumdrehen, dann ist der hier unten nicht mehr ausgeschnitten. Man kann ihn aber immer noch einschieben. Somit kann man so ein Flugloch dann komplett zumachen. Die legen wir ein, eben zum Einengen des Flugloches im Winter, denn wir wollen nicht, dass Mäuse reinkommen. Das hier ist normalerweise so schmal, dass Mäuse nicht reinkommen. Bei Spitzmäusen wird es wieder eng. Es gibt dann noch Mäusegitter, die man auch statt den Knochen einschieben kann. Es gibt welche, die werden so richtig ins Loch reingeschoben. Die sind dann zweifach, dreifach gekantet. Ich habe mir mal selber welche gemacht. Kann man es sehen? Ja. Einmal gekantet. So, ich denke, das sieht man. Man sagt etwa 7 mm. Größer dürfen die nicht sein, die einzelnen Durchlässe. Die Bienen kommen durch. Kann natürlich später sein, dass sie mal ein bisschen Pollen abstreifen, wenn sie wieder fliegen. Aber dann nimmt man sie auch irgendwann raus. Die Spitzmäuse kommen aber nicht durch. Mäuse in den Bienenvölkern bringen unglaublich Unruhe rein im Winter. Die fühlen sich da drin wohl. Die Bienen geben Wärme ab. Es ist trocken. Futter ist vorhanden. Einmal in Form von Kohlenhydraten, nämlich der eingelagerte Honig oder der Sirup und dann in Form von Protein, nämlich die Bienen. Sieht man dann auch, wenn man Mäuse drin hatte und tote Bienen, dass dann gerade im Bereich der Flügel, der Rücken aufgefressen wurde. Da sitzt der größte Muskel. Genau, das wollen wir vermeiden. Ich habe immer Probleme mit die Überordnung ist Langschwanzmäuse. Die haben so schöne, große, knubbelige Augen, so Knopfaugen. Teilweise auch so einen schwarzen Strich auf dem Rücken, so einen Aalstrich. Und es müsste bei mir, glaube ich, die Gelbhalsmaus sein. Jedenfalls, die macht tatsächlich viel Schaden. Bringt auch entsprechend viel Unruhe rein. Also es ist, einmal bauen sie Nester, fressen richtig zwei, drei Waben teilweise aus. Bauen damit Laub ihre Nester drin. Gehen auch, wenn ich die Futterzargen oben drauf lasse, auch da oben rein, fressen auch die Beuten an.
Ist hygienisch auch nicht schön, ne? Also die Rähmchen, die kann man, glaube ich, zum größten Teil dann vergessen. Die fressen auch das Holz an. Naja, das wollen wir alles vermeiden. Und deswegen bereiten wir unsere Völker jetzt auf den Winter vor oder haben sie schon vorbereitet. Genau. Ihr könnt auch mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Ob ihr mit Mäusen auch schon Erfahrungen hattet oder was für Probleme da auftauchen. Vielleicht habt ihr auch noch einen besseren Tipp, um diese Fluglöcher einzuengen, um das alles mäusesicher zu machen. Es gehört auch dazu, unten das Gitter mal zu kontrollieren, dass das auch festsitzt und die Mäuse das nicht einfach hochdrücken können. Und dann soll es das für dieses Thema erstmal gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Naturlatein-Kanal.